Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man. In der letzten Folge haben wir den DLC angefangen und sind auch das erste Mal wieder auf Black Cat gestoßen. Jetzt hat gehen wir jetzt einem Hilferuf nach von der Polizeileitstelle, weil da irgendwo eine Explosion war. Wie Sie vermutlich gehört haben, hat Spider-Man die Ganoven von Hammerhead daran gehindert, das Museum of Contemporary Art auszurauben. Gut für ihn, oder? Falsch! Sie hätten das Museum beinahe in Schutt und Asche gelegt! Sie haben im Gebäude Raketen... Sorry, weiter geht's. Gab gerade nur Probleme mit den Aufnahmespuren. In ein apokalyptisches Desaster. Was bringt es den Raub von Kunst? Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Kommt es nur mir so vor oder sind die Stimmen irgendwie leiser? Zeit für eine kleine Lösung. Spider-Bot zu starten. Okay. Ach, sowas. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es... Okay, kleiner Freund, finde die Sprengladungen. Die ist deaktiviert. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass es leiser wird. Hä? Ach da. Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hell blinkende Lichter. Ich hab ja... Hab eine. Ich hab ja ein Radar, ich Depp. So, hier mitten auf dem Weg? Nee. Unter dem Auto. Hab sie. Auf zur letzten. Hä? Da. Das waren alle. Da. Hammerhead hat eine Mission. Lieber die Augen nach weiteren in der Stadt offen halten. Neue Magierverbrechen. Hä? Ich warte einfach ab, was jetzt los ist. EP verdient 25. Richtig viele. Hallo? Spider-Man, hier ist Detective Mackie. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich hörte, du triffst dich gerne auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumsraub war verrückt. Eine Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Black Cat. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speichersticker erfahren. Hoffen wir es, weil... Wenn ich dafür sogar mit Raketenwerfern in ein scheiß Museum reingehen, dann ist da wohl sehr viel Wertsach drauf. Aber Moment. Achtung, oberste Priorität. Magier verdächtigt, Bombe zu legen. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Spider-Man, die Kerle jagen das Gebäude hoch, wenn unser Informant herauskommt. Wir können die Bomben aber auch nicht entschärfen. Keine Sorge, Officer. Zeigen Sie mir einfach die Richtung. Das Hauptgerät wurde identifiziert. Sobald du das deaktivierst, erhältst du den Schlüssel. Damit kannst du die anderen Geräte finden und deaktivieren. Verstanden. Ich sag Bescheid, wenn das Gebäude gesichert ist. Okay. Neue Nebenmission also, hä? So, hier. Okay. Okay, Spidey. Einfach nicht an mögliche Konsequenzen denken. Na, das wollte ich nicht mal entfernen. Ich glaube, das muss darüber. Das muss darüber. Nee, what the hell? Hä?
Achso. So. Bro. So. So, jetzt aber. Auf 2 muss ich runter. Das kriegt 3. Oder kann ich das auch entfernen? Das kann ich auch entfernen. So, 2. So. Okay. Oh, Notsicherung auf Nebenbomben aktiviert. Da oben. Bro, wo läufst du hin, Spidey? Spidey! So, da. Geh doch hoch! Bro, Alter. Da unten irgendwo. Da. Okay. Danke. Ab hier kümmern wir uns um den Zeugen. Verstanden. Ich mache nur meinen Job. Moment. Magierverbrechen. Aha. Das heißt jetzt in 1, 2, 3, 4, 4 Gebieten ist wieder Verbrechen da. Okay. Die werde ich dann irgendwann wieder entspannt, privat wahrscheinlich nachholen, wenn ich bis dahin nicht fertig bin mit den Verbrechen. So. Spider-Man, hier drüben. Ja, ich habe schon gesehen, wo du bist. Da oben bist du. Alter. Spring einfach. Danke. Hier. Detective Mackie, nehme ich an? Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze. Die alte, vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist deine Nachahmerin? Hm. Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Okay, also ist Black Cat Nachahmerin. Und er? Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze stahl am liebsten Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das darin enthaltene Americium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Scintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zufrieden in den Ruhestand gehen. Hey, what the hell? Aber ich hinterfrag's nicht. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Das Signal kommt aus diesem Anschlusskasten. Aber ich erfasse keine Elektrizität. Vielleicht ist der nicht echt? Eine Zeichenrolle. Okay. Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Lass es dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment, sagten Sie Hardy? Ja, der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Okay, das ist also... Walter Hardy, die erste Black Cat. Felicia Hardy, die Black Cat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und Northmoor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Cat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst.
Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Ja, moin. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraum? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen? Also, ich meine, ich denke, vielleicht? Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Naja. Noch ein Gemälde. Detective, ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Da hinten, da hinten. Okay. Achtung Einheiten. Wir haben Meldungen über verdächtige Transaktionen auf einem Dach. Bro, what the hell? Vorsichtig nähern. Ihr junge Leute, wir haben ihn. Guck mal da. Waffe wegnehmen. Alter, Bro, what the hell? Lass mich doch einfach angreifen. Ja, hier, kriegst du einfach den ab. So. Und festgeklebt. Warst du auch so eins dieser? Es geht wirklich nichts über das Verhindern illegaler Geldgeschäfte. Ja, warst du sicherlich. Und du kriegst auch keine Extra-Mission hier, also passt's. Bro, Alter, holy. Das könnte interessant werden. Hardy. Moment, Hardy? Da ist sich ja die Frage, ist der wirklich tot? Irgendwas sagt mir der Name. Ah, egal, egal. Egal. Aber naja. Schauen wir jetzt, dass wir jetzt da die Hauptstory weiter treiben. Verbrechen nebenbei lösen. Und irgendwann auch die ganzen Gemälde sammeln. So nebenbei halt. Das machen wir jetzt nicht, dass wir jetzt die Gemälde gleich hintereinander alle sammeln. Das wäre ja... Ich glaube, bei der Kürze des DLCs nicht so ganz ratsam. Okay. Daumen mit euch. So. Daumen mit dir. Daumen mit dir. Daumen. Daumen mit dir. Okay, das geht eigentlich relativ einfach hier. Und down. Und down. Und dann? Entschärft. Ein Lieferwagen. Hoffentlich sind das meine bestellten Hausschuhe. Die Hausschuhe sahen online anders aus. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen. Hey, die ganze Bande ist da. Komm, Alter, Bro, what the fuck? Gut, hier. Kann ich dich mit drei Balken kaputt machen? Reichen zwei sogar. Gut, passt. So mache ich dich halt platt. Gut, dich klebe ich jetzt fest und jetzt fehlst nur noch du, oder? Ja, du warst der Letzte. Habe ich alle erwischt? Okay, ich gebe auf.
Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magier-Familien hat ein Versteck an der Waverly, die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? Wahrscheinlich dann oben, ja. Wollte ich gerade sagen, oben. Ich steige ja nicht durch die Haupttür ein. Ihre Überwachungsausrüstung. Was hast du dir angeschaut, Felicia? Schon wieder das. Moment. Haben wir das nicht im Hauptgame schon gemacht? Hab dich. Spinne. Felicia, die Magier ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man! Der gehört zur Katze! Schnappt ihn! Ich gehöre nicht zur Katze. Bro, Alter, jetzt kommt schon wieder so einer. Ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse. Hey, Spinne! Arbeitet für die Sisters! Wir zahlen doch noch so viel wie Hammerhead! Ich arbeite weder für Hammerhead noch für eine andere Familie. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Dauer mit dir da hinten und jetzt alle euch besiegen. Erst die kleinen Goons oder nicht die kleinen Goons als erstes. Bro, Alter. Digga, Alter. Gut, Alter. Holy. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen mit der ganzen Minigun? Danke. Kann ich die Minigun von dem Typen klauen? Ich weiß es gar nicht. Ein bisschen... Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht, aber ich kann ihn einfach so besiegen. Hä? Okay, warum? Das hat Spaß gemacht. Wo ist Felicia hin? Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich es nicht mache... Töten Sie meinen Sohn. Warte, dein Sohn? Verdammt, Felicia hat einen Sohn. Kann nicht sein, also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. MJ, ich habe die Katze gefunden, aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Naja, nicht viel. Okay. Klingt, als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. Tommy wurde an der Empire State University angenommen. Was geht's, Buddy? Ich bin Moment mal, Screwball? Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von! Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie
helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin. Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. So. Egal. Blackcat hat jetzt einen Sohn. Jetzt weiß ich halt nicht, ob sie es wörtlich meint oder nicht. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Hier oben drauf anscheinend. Ja, irgendwo hier. Wenn Sie meine Karriere verfolgt haben, und das haben Sie, natürlich wissen Sie, dass die Magia Thema meiner ersten großen Artikel war. Die Medien haben sie... Danke, ich brauche dich aber jetzt nicht zu hören. Gemälde, das Sie abholen können. Danke, Spider-Man. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Ich bin neugierig. Hatte Hardy Familie? Ja, eine Tochter, Felicia. Was Sie nicht sagen. Ich weiß, was du denkst. Sie könnte die neue Katze sein. Aber ich habe sie überprüft. Nichts Verdächtiges. Sie wurde einfach noch nicht ertappt. Die Polizei hat letztes Mal Anzug und Ausrüstung gefunden, aber sie selbst ist ihnen entwischt. Ich weiß nicht. Passt nicht ins Bild. Als ich Hardy verhörte, klang es, als würde er seine Tochter wirklich lieben, als wollte er sie da nicht reinziehen. Tatsächlich. Gut zu wissen. Ich halte Ausschau nach weiteren Gemälden. Klingt so, als wollte Daddy nicht, dass Töchterchen in seine Pfotenspuren tritt. Hat nicht gut funktioniert. Allerdings würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir vorankommen. Ciao. Euer Gladius.